Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und an diesem Philosophie am Freitag geht es mal um drei Finanzirrtümer der Mittelschicht. Eine kleine Ergänzung zu Gerald Hörhans sehr bekannten sechs Finanzirrtümern der Mittelschicht, und zwar Eigenheim auf Pump in der Pampa, Konsumschulden, investieren ohne Ahnung, zu glauben, ein Arbeitsplatz wäre sicher, was war es noch, heiraten und Digital Illiteracy. Das waren die sechs Finanzirrtümer der Mittelschicht von Gerald Hörhan, und ich wollte heute mal drei dazu packen. Und zwar das erste, Risk und Reward. Also dieses Verhältnis zwischen Risiko und Chance. Dieses Verständnis dafür ist meiner Meinung nach in der Mittelschicht, und das ist jetzt nicht irgendwie nur bezogen auf Deutschland oder so, sondern allgemein, einfach in vielen Köpfen überhaupt nicht verankert. Das ist so das typische Gespräch, zum Beispiel mit einem älteren Herren oder einer älteren Frau, die sagt, sie möchte 10.000 Euro investieren, aber ganz sicher, das ist das Wichtigste, mit einer attraktiven Rendite und am besten aber noch jederzeit verfügbar, weil es muss jederzeit irgendwie möglich sein, das Geld abzuheben. Und dann sagt man so, ja, solche Anlagen gibt es leider nur hier bei hochprozentigen Alkohol oder so. Ja, aber das gibt es nicht in der realen Welt. Und viele Leute denken aber, dass sie auf irgendeine Art und Weise Rendite bekommen können, ohne eben Verlust einzukalkulieren. Und das funktioniert nicht in keinerlei Sichtweise, nicht nur am Aktienmarkt, auch in sämtlichen anderen Lebensbereichen muss man, wenn man nach vorne kommen will, auch immer bestimmte Risiken eingehen. Und wenn man diese Risiken nicht eingehen will, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann sollte man sich aber keine Illusionen bezüglich der Rendite machen. Und das ist so ein extremer Irrtum, weil viele Leute, und ihr werdet das auch kennen in eurem eigenen Umfeld, werden immer wieder genau an diesem Punkt scheitern, weil sie anfangen irgendwo zu investieren. Dann merken sie, eine Aktie oder ein P2P-Kredit oder irgendetwas anderes fällt aus. Und statt dass sie das von Anfang an mit einkalkuliert haben als Teil des Risikos, denken sie nun, ja, mich hat es jetzt blöd erwischt, das ist doch nichts für mich und so weiter. Und ich mache lieber alles wieder aufs Sparbuch. So, und dann hauen sie das ganze Geld wieder aufs Sparbuch, weil da ist es ja sicher. Und drei Monate später regen sie sich wieder auf, weil sie keine Rendite dort kriegen. Und das geht so immer hin und her, dieses Spiel. Und genau wie in anderen Spielen, ja, egal ob es jetzt zum Beispiel Poker ist oder beim Schach, ja, da ist es immer so, man muss, wenn man gewinnen will, Risiken eingehen können. Das beste Beispiel ist immer das Online-Schach, wenn man da spielt, man muss Aktivität... Dann sterben alle Mäuse. Nein, man muss Aktivität da reinbringen. Das bedeutet, Angriff ist immer die beste Verteidigung in diesem Spiel. Wenn du nur darauf aus bist, nicht zu verlieren, dann wirst du in der Regel nie gewinnen. Beim Poker ist es genauso. Ich bin jetzt zwar kein Poker-Pro, aber eine Sache, die ich bisher schon gelernt habe, wer zu passiv spielt und nicht aggressiv auch spielt, der wird halt nie gewinnen können. Und jetzt werden manche von euch sagen vielleicht, ja, aber was hat Poker oder Schach mit Investieren oder mit anderen Sachen zu tun? Das ist kein Spiel, Kolja, das ist der Ernst des Lebens. Doch! Es ist auch ein Spiel. Das Ganze, alles was mit Finanzen und irgendwie damit zu tun hat, ist im Endeffekt einfach nur ein Spiel mit unterschiedlichen Leveln, wo man klein anfängt und sich nach und nach vorne arbeitet. Und ich glaube, dass dieser Finanzirrtum, zu glauben, man könnte irgendwo eben dieses Spiel gewinnen, ohne aber irgendwo Risiken einzugehen, das wird eigentlich auf kurz oder lang immer nur zu Stagnation und zu Problemen führen. Okay, Finanzirrtum Nummer 2 in diesem Video ist das Statusdenken. Ja, das ist so der größte Themenblock für heute. Mit Statusdenken, was meine ich damit? Überall liest man jetzt aktuell wieder diese Berichte von, dass es halt irgendwie so ein Einkommensgefüge von XY gibt in Deutschland. So und so viel Prozent der Leute zahlen so und so viel Steuern oder besitzen so und so viel Vermögen. Und dann gibt es den Mittelschichtsbericht und irgendwelche Vergleichsmuster, wo man sich ansiedeln will und so weiter. Und wenn man sich überlegt, jeder Mensch ist an einem bestimmten Punkt jetzt. Jeder Zuschauer, jeder, der das Video guckt, genauso wie ich, genauso wie Diana, ist an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, in einer bestimmten Situation,
mit einem bestimmten Einkommen, mit einem bestimmten Vermögen, mit bestimmten Zielen, mit jedem Tag der Möglichkeit, an diesen Zielen zu arbeiten. Und der Vergleich mit anderen Leuten wegen irgendeiner Schicht anhand eines Status bringt einen in der Regel überhaupt nicht dazu oder irgendwie hilft es einem weiter, seine Ziele zu erreichen. Das heißt, dieses Statusdenken ist im Endeffekt immer nur eine Art Vergleichsmuster, die mehr Neid hervorruft und die auch überhaupt produktiv nichts bringt. Ganz im Gegensatz zu diesem intraindividuellen Vergleich, wenn ich sage, ich versuche mich jeden Tag zu verbessern. Das ist das richtig Produktive. Und das Problem an diesem Statusdenken ist und diesem Mittelschichtsdenken allgemein ist, dass man also diese Fixierung in so einer Schicht viel zu starr sieht. Das ist so ein bisschen wie diese Analogie, kennt ihr vielleicht von Earl Nightingale mit dem Aquarium, wo der Fisch drin ist und man macht so eine Scheibe, eine unsichtbare Scheibe in das Aquarium rein und der Fisch kann nicht mehr dahinter schwimmen und lernt halt, da ist diese Mauer, auch wenn sie unsichtbar ist, und wenn du irgendwann die Scheibe wieder rausnimmst, wird der Fisch nicht mehr dahinter schwimmen, weil er einfach gelernt hat, dass da eine Mauer ist. Und heutzutage denken viele Leute, dass dieser Status in einer bestimmten Schicht fix ist, dass man den nicht verlassen kann. Wo in der Wirklichkeit ist es vielmehr so, ich finde diesen Vergleich viel besser, dass zum Beispiel die Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht, jetzt mal gemessen an irgendeinem Einkommen als Beispiel, einfach so verschiedene Töpfe sind und in diesen Töpfen wird so und so viel Geld verdient. Aber die Menschen in diesen Töpfen wechseln schlussendlich innerhalb einer Lebensspanne ständig von einem Topf in den anderen. Das heißt, worauf man sich eigentlich konzentrieren sollte, ist nicht, welcher Schicht gehört man an, sondern wie schnell und wie mobil komme ich möglichst an mein Ziel. Und das ist heutzutage viel einfacher und viel schneller möglich als noch irgendwie vor ein paar hundert Jahren. Ja, vollkommen egal, wie viel Prozent des Reichtums heutzutage Bill Gates und wer auch immer hat. Fakt ist, jeder arme Mensch kann heutzutage schneller eine Schicht nach oben kommen als früher. Wenn du früher als Bauer irgendwie gesagt hast, so, ich will jetzt auch mal ein bisschen Vermögen aufbauen und auch mal hier irgendwo Palast von Versailles einen Apfelstrudel essen mit dem König, ja, dann war das Einzige, was du bekommen hast, die Guillotine, okay? Und heutzutage kannst du anfangen zu investieren in einem kleinen Level, in einem kleinen Maß und kannst loslegen. Das heißt, wenn man denkt in diesen Staat, in den Statusen, dann setzt man sich selbst Grenzen, die eigentlich physisch und psychisch eigentlich gar nicht mehr da sind. Und das äußert sich dann in solchen Sprüchen wie, ja, Aktien sind ja nur was für Reiche als Beispiel. Ja, das ist so wie, als würde ich sagen, ja, Sixpacks sind nur was für Sportliche. Okay? Und deswegen einfach klein anfangen, Stück für Stück nach vorne, auf die eigenen Ziele konzentrieren. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie verglichen oder irgendwie mich gefragt, ob ich jetzt gerade zur Mittelschicht oder zur Oberschicht angehöre, weil es mich persönlich einfach null weiterbringt. Und wisst ihr, der nächste Punkt ist auch der, wenn man an Geralds zweiten Punkt nochmal zurückdenkt, die Konsumschulden. Ne? Je mehr ich mich auf meine Ziele konzentriere und das, was ich umsetzen will, desto mehr kriege ich mein Selbstvertrauen und meine Selbstbestätigung auch durch das, was ich tatsächlich selber mache und schaffe und umsetze. Und desto weniger brauche ich mir eben mit Statussymbolen irgendwie versuchen, das Ganze aufzupolieren, um irgendwie anderen zu imponieren und somit auch weniger Konsumschulden machen. Ja, und der dritte Finanzirrtum der Mittelschicht ist natürlich diese unfassbare Staatsgläubigkeit und Staatshörigkeit. Ja, das ist jetzt auch eine Sache, die nicht unbedingt nur die Mittelschicht hat, aber allgemein viele Leute haben. Und da möchte ich hier nochmal ganz kurz aus einem kleinen Buch vorlesen, eines meiner Lieblingsbücher, was ich zu diesem Thema immer wieder gerne lese. Und dieses Buch heißt Wohlfahrtsstaat, Ende einer Illusion. Ja, und hier, das ist ein Text von Kant, ja, und zwar eine Regierung, die auf dem Prinzip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters gegen seine Kinder errichtet wäre, wo also die Untertanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich ist, sich bloß passiv zu verhalten, genötigt sind, um, wie sie glücklich sein sollen, bloß von dem Urteil des Staatsoberhauptes zu erwarten, ist der größte denkbare Despotismus. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber schlussendlich bedeutet das einfach nur, dass
diese Staatsgläubigkeit und Staatsgehörigkeit zu unfassbarer Passivität die Leute bringt, weil die staatliche Rente und so weiter, ich brauche darüber nicht mal mehr Witze machen. Wir wissen alle, dass die staatliche Rente existieren wird in Zukunft. Wir wissen aber alle, dass sie für den Einzelnen für einen schönen Lebensabend nicht reichen wird. Und wer sich darauf verlässt, dass die Wahlgeschenke von einem Finanzminister oder einer Bundeskanzlerin ausreichen für noch in 30 Jahren, wo dann irgendwelche ganz anderen Leute schon wieder die Zeche zahlen müssen für irgendwelche Wahlgeschenke, die niemals eingehalten werden können, ja, dem kann man natürlich an dieser Stelle bei diesem Irrtum einfach nicht mehr weiterhelfen. Deswegen, ja, das waren meine drei Finanzirrtümer der Mittelschicht als kleine Ergänzung. Und jetzt gibt's noch einen kleinen Bonus für euch, denn die 10. Finanzirrtum der Mittelschicht, den könnt ihr euch selber aussuchen. Schreibt mal hier unten in die Kommentare, was ein weiterer Finanzirrtum der Mittelschicht ist. Und ich werde mir die kreativsten und besten mal raussuchen. Und ja, der beste Kommentar dazu mit dem besten Irrtum der Mittelschicht, mit dem werde ich mal eine Stunde lang bei Skype ein kleines Coaching machen und einfach mal eine Stunde lang deine persönlichen Fragen beantworten. Ich bin gespannt, was euch so einfällt. Ansonsten abonniert den Kanal für mehr Philosophie am Freitag Videos und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein.